Hallo und herzlich willkommen bei BVB TV. Ja, heute findet hier im Stadion der Girls and Boys Day statt und genau deswegen erzählen wir euch heute, was hier so passiert. Und wir starten mit der Stadiontour. Wie läuft das eigentlich so ab? Also wie macht ihr das? Wofür seid ihr zuständig jetzt? Du meinst, wenn es um den Spieltag geht? Ja, wir kümmern uns hauptsächlich natürlich erstmal um die Fans, dass sie ordentlich ins Stadion kommen, dass sie das Spiel ordentlich sehen können. Das bedeutet, wir kümmern uns um Tickets, wir kümmern uns um die Ausschilderung, dass sie zu ihren Plätzen finden, dass sie auch natürlich einen Sitzplatz oder einen Stehplatz haben. Wir kümmern uns um die Ordner. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, natürlich Sicherheit im Stadion. Besonders auf der Südtribüne geht es ja immer wieder mal heiß her und da sind auch die Ordner ganz, ganz wichtig. Genauso wie auch vor dem Stadion. Es gibt ja Einlasskontrollen. Wenn die Fans ins Stadion kommen, wenn die Besucher ins Stadion kommen, werden die Fans kontrolliert, ob sie vielleicht irgendwelche verbotenen Gegenstände an sich tragen, damit die auch nicht im Stadion zu finden sind, wie zum Beispiel Bengalos, Pyrotechnik und so weiter. Warum ist das eigentlich ein heiliger Rasen oder wie ist es dazu so gekommen? Der Rasen ist einfach nur heilig, damit nicht jeder da drauf rumläuft. Weil früher war es so, haben die Stadionführung im Mittelkreis, waren die zu Ende. Ja. Und wenn da permanent jeder drüber läuft, hast du keinen Rasen mehr. Mhm. Weil du kannst ihn nicht pflegen, wenn da jeden Tag 30.000 Menschen drüber laufen würden. Und wie lange dauert das am Spieltag mit allem Drum und Dran, bis der Rasen so fertig ist? Also wir fangen meistens am Spieltag um 9 Uhr an. Damit der Platz muss um 11.30 Uhr fertig sein. Das heißt, liniert, gemäht und Tore und Eckfahnen müssen stehen. Das heißt, wir brauchen 2,5 Stunden am Spieltag. Da stehen aber die Lampen schon nicht mehr drin. Und wie hoch ist der Rasen so, wenn man, weißt du das ungefähr? Also die Bundesliga möchte 2,5 cm haben, unsere Mannschaft möchte 2,2 cm haben. Okay, das war es eigentlich schon. Bitteschön. Dankeschön. Wie ist denn hier die Fußballakademie entstanden? Weißt du das zufällig? Ja. Wie es dazu kam, kann ich dir gar nicht so beantworten. Aber ich weiß, dass wir das erste Trikot 2011 hier rausgebracht haben. Da war ich aber noch lange nicht hier. Und da könnt ihr gerne gleich auch noch mal drauf filmen, weil wir haben unsere ganzen Trikots nämlich drin hängen. Dann könnt ihr euch die einmal angucken gerne. Was bietet ihr hier so eigentlich an? Wir bieten Ferienkurse an in Dortmund, außerhalb von Dortmund bei unserem Partnerverein. Wir bieten Kitas und Schulen an, zu uns zu kommen, hier eine Trainingseinheit zu machen. Wir haben Aufbaukurse und Leistungskurse für talentierte Kinder. Wir haben Geburtstagskurse, also da kannst du jetzt zum Beispiel mit deinen 13 Freunden zu uns kommen und deinen Geburtstag hier bei uns feiern. Dann gibt es hier 90 Minuten Vollgasfußball. Ja. Ja. Und bekommst noch ein kleines Geschenk. Deine Gäste natürlich auch und kannst am Ende noch eine kleine Torte essen. Alles klar, das war's auch schon. Dankeschön. Gerne. Also das war's vom Girls and Boys Day und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und Nobby, noch eine Nachricht an dich. Ab jetzt übernehmen Ben und ich das Feiertagsmagazin.